meine Freunde da draußen, seid gegrüßt zu einer neuen Folge Valheim mit mir, eurem Evil Knight. In dieser Folge haben wir sehr viel vor. Aus diesem Grunde habe ich offscreen ein bisschen gefarmt, unter anderem wieder auf meinem zweiten Spielstand, damit ich hier natürlich jetzt nicht so sehr was verändere. Und ich habe hier auf dem Spielstand dann noch ordentlich Kohle, Zinn und Kupfer gefarmt. Habe hier hinten noch ein paar Kisten reingebaut, da haben wir jetzt noch Zinn drin liegen. Hier haben wir noch ein bisschen Kupfer drin liegen. Hier Kohle, können wir gerade mal da reinschmeißen. Hier noch ein 30er Stack Kupfer und hier einiges an Bronze. Ich habe ein bisschen was gemacht. Was habt ihr noch verpasst? Ich habe die ersten Birken geschlagen für das erste Edelholz. Dadurch habe ich Rezepte bekommen, neue. Werden wir aber nachher sehen. Und ich habe noch ein paar Bronzenägel gemacht, wodurch wir natürlich dann auch noch ein neues Rezept bekommen haben. Und mein Ziel ist es jetzt, wir bauen uns jetzt hier ein paar Sachen. Wir tun uns erstmal alles hier upgraden quasi, unsere ganze Ausrüstung. Und dann gucken wir mal weiter, was wir alles so treiben können. Ja, wir werden auf jeden Fall erstmal hier mit anfangen. Brustpanzer und Beinschutz aus Bronze. Dann können wir uns vielleicht noch den Bronzehelm noch bauen. Der bringt auch nochmal Rüstung mit. Und den Faustschild natürlich auch. Ich behalte auf jeden Fall die Axt. Ich bin als Wikinger gesehen, bin ich Axtkämpfer. Und, da brauche ich kein Schwert oder sowas. Guti, wir brauchen hier zum Upgraden eigentlich nur Bronze, Bronze-Lederreste, Bronze und Holz. Bronze haben wir ja noch ein bisschen hinten drin. Können wir dem einfach mal ein bisschen was rein, ist ja egal, wir wollen jetzt nicht großartig laufen. Und dann graden wir jetzt erst nochmal hier ab. So, den auf Level 2. Den Level 2. Die Axt auch direkt. So, haben wir deswegen schon mal auf Level 2. Dann können wir uns den ganzen Mist hier auch schon mal anziehen. Dann lassen wir das mit dem Troll. Ich könnte ja nochmal die... Den Trollumhang könnte ich ja nochmal machen. Damit ich mal das Trollset einfach habe. Aber naja, ist jetzt nicht sonderlich wichtig. Das Schleichen wäre halt praktisch zum Jagen. So, den anderen Rest, den packen wir mal da drüben rein, holztechnisch. Gucken wir uns mal an, hier, wie wir jetzt aussehen. Noch. Das macht was her. Was haben wir jetzt? Rüstung? 33. Ah, es geht bergauf. Genau. Trolle habe ich auch noch gefarmt. Habe ich jetzt hier alles hingetan. Umgeräumt habe ich. Ja, das habe ich auch noch gemacht. Dann machen wir da drüben jetzt mal. Und holen das hier mal raus. Schmeißen wir das Edelholz noch rein. Machen wir hier drüben das Gedöns rein, Feuersteine. Schmeißen wir hier mal unsere Ausrüstung jetzt noch mit dazu. Jo, dann haben wir das. Odins Umhang behalten wir noch. Denn die Umhänge, die wir sonst bauen können, das Einzige, was uns da was bringen würde, wäre halt dann wirklich, ja, nur das Set für den 4er Bonus. Ein Trollleder haben wir auf jeden Fall auch noch genug. Habe ich auch noch gefarmt. So, jetzt die Frage, die... Wie können wir... Herstellung... Ah, da können wir das nächste bauen. Siehst du mal, Schmiedekühlfrüchte. Was brauchen wir dafür? 10 Kupfer und 25 Edelholz. Oh, das wollte ich jetzt nicht. 25 Edelholz. Nehmen wir uns das mal mit. Und 10 Kupfer. Ist da noch was rausgekommen? Nee. Gudi. Ach. Dann können wir eigentlich noch die nächsten Upgrades wahrscheinlich dann direkt noch machen. Den Eimer. Den Wassereimer stellen wir mal hier so optisch gesehen, dass er ein bisschen hier... Zack, stellen wir da hin. Schmiedestufe 3.
Dann müssen wir jetzt den nächsten Upgrade hinkriegen hier. Bronze brauchen wir dafür, richtig. Ganz vergessen. Alles weggepackt. Ah ja, Upgrade. Den Rest habe ich noch, ja. Das war auf jeden Fall sehr viel Arbeit, sehr lange. Ich habe jetzt in-game einen Tag und eine Nacht an dem ganzen Gedöns hier verbracht, bis ich genug Bronze hatte. Oder so, dass ich genug Bronze hatte. Oh. Ja, auf einem anderen Spielstand waren es bestimmt 4 Tage oder 5 Tage in-game farmen, würde ich schätzen. Bis wir so weit waren hier. Gut. Habe ich irgendwas vergessen abzugraden? Nee, ne? Doch, den Schild. Da hat mir jetzt 2 Holz gefehlt. Weil ich das Holz weggepackt habe. Gib mal her da. Nochmal die Bronze. Und wenn, dann tun wir jetzt alles mal auf Stufe 3 machen, wenn wir es schon haben. Gut. Ich könnte jetzt so ein Schwert noch craften, aber mich würde eher interessieren, wann ich den nächsten Bogen kann. Oder kann ich den schon? Und ich habe es nicht gesehen. Bogen. Nö. Ja genau, Humpen haben wir mit dazu gekriegt. Odins Methorn natürlich noch. Aber dafür bräuchte ich dann auch schon mal einen Tisch, wo ich das mal draufstellen könnte, weil das ist nämlich ein DLC-Item. Naja. Ja, aber reparieren wir gerade nochmal hier, wenn wir schon mal hier sind. Hier können wir nichts upgraden. Können wir hier für irgendwas bauen, das wir upgraden können? Deichsel! Guck mal einer an. Voll übersehen. Die Deichsel können wir bauen. Ach. Ich würde gerne erstmal wissen, was ich dafür brauche. 3 Bronze und 10 Edelholz. Okay. Haben wir zum Glück noch hier Edelholz. Dann müssen wir wahrscheinlich nachher auch nochmal Holz hauen. Und wie viel Bronze war das jetzt gewesen? 3 Bronze. Ich sehe jetzt, dass ich ständig hin und her gelaufen. 3 Bronze. So. Kriegen wir Deichsel. Da laufe ich ja sowieso nicht drum herum. Das heißt, wir könnten das Ding eigentlich da hinpflanzen. Aber das sieht, glaube ich, draußen dann wiederum schöner aus, ne? Kriegen wir hier eine Verbindung? Ja, ne? Hier kriegen wir eine Verbindung hin. Aber da kann ich ihn nicht hinsetzen. Kriegen wir hier eine Verbindung hin? Nein, da kriegen wir keine. Dann packen wir es da hin. Das ist das Schöne, dass das alles auch da draußen geht. So. Neue Ausbaustufe, Werkbankstufe 4. Sehr schön. Können wir jetzt hier irgendeinen neuen Bogen bauen? Bogen, Bogen, Bogen. Nein. Aber wir können jetzt aufwerten. Hirschfell, Lederreste und Holz. Kohle und Lederreste. Der hat schon Max, der hat Max. Also Kohle, Lederreste und Hirschfell und Holz. Machen wir mal so. Würde das jetzt reichen an Holz eigentlich oder nicht? Ne, 15 Holz. Dann machen wir mal so. Oben so ein bisschen Kohle. So viel brauchen wir nicht. Wollen wir das hier auch nochmal upgraden, diese 2 Sachen? Odins Umhang. Oh, das ist nicht angelegt, weil ich ihn bewegt habe, okay. Entschuldigung.
So, dann packen wir das Zeug mal hier oben wieder rein. Ihr seht, da habe ich ein bisschen was drin. Also ist ein bisschen was zusammengekommen. Farmtechnisch. Und die Kohle noch weg. Sehr gut. Ich denke mal, ich werde dann solche Sachen wie hier Schmiede und beziehungsweise Schmelzofen und Köhlerofen immer offscreen betätigen. Das geht ja einem sonst tierisch auf den Sack. So. Wenn man da ist, was draufsteht, was der Bogen an Schaden macht. 31 Stechen. Läuft. Kommen die Pfeile noch dazu. Super. 40 Rüstung haben wir jetzt. Ja. Das ist doch schon gut. Jetzt die Frage, die in dieser Folge jetzt noch irgendwie loslaufen. Hm, müssen wir mal gucken. Ansonsten bauen. Was haben wir hier? Fermentierer. Okay. Möbel. Da haben wir ein bisschen was dazu gekriegt hier. Wir haben jetzt hier auch einen Hocker, Stuhl, Bank und einen Tisch. Brauchen wir aber überall Edelholz für. Ein Objektständer. Bronze, Nägel und Edelholz. Auch ein Objektständer. Frage ist für was? Ich denke mal, daran kann man wahrscheinlich dann auch Dings aufhängen. So, die Verzierung haben wir. Sehr schön. Brauchen wir auch Edelholz für? Jo. Gut, dann würde ich doch mal sagen, wir bauen uns den hier. 20 Holz und 10 Bronzenägel. Ah, da. 20 Holz und 10 Bronzenägel. Schön die Tür zumachen. Bronzenägel waren hier. So, Storage. Wie viel passt denn da rein? Hm. Wahrscheinlich hier alles voll machen. Das ist wahrscheinlich das Maximum. Aber nur ja. Oh, guck mal, hier dran können wir sogar craften. Ah ne, das ist wahrscheinlich unser, das, was wir im Inventar craften können. Dann würde ich nämlich mal sagen, gehen wir mal Edelholz farmen, hä? So, wie kann ich das Ding jetzt... Ah, not in the right position. Auch ernsthaft. Okay. Gut, es scheint, als wäre das genauso gut wie in anderen Games. Oh, jetzt haben wir hier... Sehe ich gerade, wir können wieder was essen. Sollten wir zuerst machen, bevor wir hier nachher auf einmal auf irgendwelche Dunkelzwerge treffen. Oh, Fisch wäre mal langsam toll. So hier reinstellen oder was? Anscheinend. Gut. Da hinten, ne? Wir haben jetzt... Ach, so ist das gedacht. Wir haben da jetzt ein Seil dazwischen, wo wir dann drin stehen. Gut. Dann stellen wir doch mal hier unser Wegelchen ab. Mach weg. Dann kloppen wir ein bisschen weiter rum. Gucken, wie viel Schaden wir jetzt mittlerweile an Bäumen machen. Jo, geht. Wir verbessern uns stetig. Laufen wir mal hier runter. Da haben wir auch noch ein bisschen was rumstehen. Ich will einfach immer nur so E drücken, um loszulassen. Das funktioniert aber nicht. So. Und gucken, was wir jetzt noch Schönes noch bauen. Ich würde sagen, so ein Tisch, auf jeden Fall. Und dann müssen wir wieder weitersuchen.
brauchen wieder neue Materialien. Heißt, wir werden dann wahrscheinlich als nächstes wieder in den Dunkelwald zurückgehen. Vielleicht baue ich aber dann auch einfach noch nochmal eine Brücke da hinten, dass man leichter hinkommt. So können wir hier mal zack, zack, zack schon mal leichter machen. Ach, guck an. Man sieht es sogar optisch durch Kisten dargestellt, dass was drin ist. Eieieiei. Also es gibt so ein paar Sachen hier in dem Game, die faszinieren mich. Die finde ich wirklich gut. Also normales Holz brauchen wir weiterhin, wenn wir irgendwas bauen wollen, gebäudetechnisch. Habe ich den Stamm da nicht. Und für die Köhlerei. Also wir können das ruhig mitnehmen. Nur hoffentlich fällt das nicht auf den Wagen. Doch, natürlich fällt es auf den Wagen. Birke. Nehmen wir auch noch mit. Wahrscheinlich kann ich mit dem Ding aber noch keine Eichen hauen. Gehe ich mal fest von aus. Probieren können wir es aber mal. Wir haben ja sogar eine Eiche um die Ecke stehen gehabt. Mal probieren, ob wir damit jetzt auch eine Eiche kaputt hauen können. Oder ob wir dafür dann die nächste Axt brauchen. Quasi. Ich denke mal, das nächste wird wahrscheinlich ein Eisen sein, ne? Liegt da noch rum? Hm, Buchensamen. Okay. So, ich hätte aber auch gerne hier ein bisschen Ordnung. Auch wenn das nur der Karren ist. Ja, dann nehmen den Ast mal mit da. Da oben hatten wir nämlich eine Eiche. Können wir gerade mal ausprobieren. Wir noch die Bäume noch weghauen. Aber ich glaube es fast nicht. Ich denke mal, für eine Eiche, da brauchen wir wahrscheinlich jetzt schon die Eisenaxt. Ich glaube es fast nicht. Doch. Es geht. Sehr nice. Oh, hab einen Baumstamm. Ja, da oben haben wir wieder einmal Harz rumlaufen. Schweine sind auch da. Jetzt habe ich schon irgendwie ein bisschen gehofft, dass da nochmal ein Holz rauskommt. Das tat es aber nicht. Sehr schön. Heißt hier schon, unsere Axt macht hier schon ein bisschen Wumms. Ah, da gibt es auch ordentlich Edelholz raus. So, wo ist jetzt unser Karren? Da ist der Karren. Kriegt man den eigentlich angezeigt? Nee, ne? Use war jetzt irgendwo hier vorne, ne? Und schon wieder wird es dunkel. Alter, das ist echt... Wir haben am Anfang des Tages die Folge angefangen. Das ist jetzt 20 Minuten her. Wird schon wieder dunkel. Faszinierend. Oh. Ich wette, ich kann wahrscheinlich den Karren auch reparieren.
Du fängst an zu frieren. Boah, ich denke immer wieder, wenn sich die Musik auf einmal ändert, dass hier irgendwas losgeht. Oh, ein Baumstumpf, okay. Bin ich ja jetzt reingeraten? Okay. Bin ich wieder raus. Also am besten lässt sich anscheinend damit fahren, wenn man Wege angelegt hat. So, jetzt haben wir ja wenigstens ein bisschen Edelholz. Das passt ja. Dann karren wir das jetzt mal alles hier zurück. Laden das mal um. Und dann legen wir uns mal pennen. Damit es wieder hell wird. Das ist echt lustig. Dieses System hier. So. Dann nimm das doch alles mal. Ja, wir tragen zu viel. Es könnte aber reichen, um da reinzukommen. Da war Holz, genau. So, Edelholz. Hier war Harz. Hat jetzt Harz jetzt noch nicht mit aufgenommen? Hatte ich nicht? Nee, hatte ich nicht. Einspeichern. Warten wir die Samen. Ach, die Samen waren da oben, ne? Da. Zack, 73 Buchensamen haben wir schon. Uiuiui. Gut. Dann würde ich sagen, gute Nacht. Schlafen wir mal kurz. Wird einen neuen Tag. Jetzt gehofft ja, dass der Eiche noch ein anderes Holz noch rauskommt. Ah, ist alles ein bisschen eng hier. Hallo, lässt mich runter? Ja, sehr gut. Ja, das ist ja auch nur die Starthütte jetzt hier, ne? Dann wird ja noch ein bisschen was, wird ja noch passieren wahrscheinlich. Was wollten wir mit dem Edelholz bauen? Kommen hier, Wächterstein. Erfüllt die nahe Umgebung mit einem magischen Siegel, das andere Spieler daran hindert, Gebäude zu errichten oder Türen zu öffnen. Aha, okay. Portal. Mhm. Ah, ich denke, das werden wir auch bald bauen. Wenn wir das an zwei Stellen errichten, kann man zwischen diesen beiden Portalen hin und her reisen. Gehe ich jetzt mal von aus. So, Möbel. Wir hätten gerne davon hier ein bisschen was gebaut. Oder nee, machen wir noch nicht. So ein Kram brauchen wir noch nicht. Tisch, mo. Weiß nicht. Lohnt es sich davon, was zu bauen? Irgendwas. Hier haben wir nichts Neues, bis auf den Fermentierer. Da brauchen wir 30 Edelholz, 10 Harz, 5 Bronze. Okay, 10 Harz. Die kriegen wir hier. 30 Edelholz. Immer die falsche Taste. Und 5 Bronze. Gucken, was wir dann alles fermentieren können. Können wir da dann endlich den Honig reinschmeißen? 5 Bronze. Okay. So. Kurz mal gucken. Ich habe ja offiziell noch Dienst hier. Nicht, dass ich jetzt gerade einen Anruf hier kriege. Nee, das passt. Gut. Fermentierer.
Der ist schon ein bisschen größer. Wo bauen wir den denn jetzt hin? Eigentlich bräuchte ich dafür jetzt schon eine Kneipe, ne? Komm, dann setzen wir hier hin. Aber erstmal mache ich dafür dich weg. Entschuldigung. Du hast keine Gegenstände, die verarbeitet werden können. Ach, da kann ich jetzt, glaube ich, die ganzen Beeren reinschmeißen, richtig? Müssen also doch noch weiterhin Beeren sammeln. Gucken wir mal. Na, wir probieren erstmal Beeren aus. Sonst könnte ich mir vorstellen, dass ich auch noch Met reinschmeißen kann. Met sage ich schon. Nein, die Beeren sind es nicht. Dann ist wahrscheinlich doch der Honig. Würde ich jetzt mal so behaupten. Bin ja Wikinger, ne? Met. Met wird aus Honig gemacht. Nee. Will er nicht. Muss ich das irgendwo hier oben ausrüsten? Nein, das war jetzt falsch. Jetzt habe ich es gegessen. Nein. Also, es passt kein Honig rein und auch keine Beeren. Steht hier irgendwas drin beschrieben? Nein. Steht natürlich nichts beschrieben. Essen wir nochmal hier eine Runde. Nehmen wir ein bisschen Harz mit, dass wir hier mal ein bisschen auffüllen können erstmal. Da ist voll. Die halten sehr, sehr lange. Ich glaube, die haben jetzt schon 2 Tage oder 3 Tage jetzt schon dran. Da können wir nochmal voll machen. Da auch. Hier drüben lassen wir einfach dunkel. Ja, das steht jetzt eh erstmal so da. Tun wir so. Tun wir auch so. So, gibt es denn jetzt noch was, was wir hier bauen könnten, was jetzt was uns jetzt direkt anspricht? Der Kessel höchstens. Jo. Hier gibt es jetzt sonst eigentlich nichts Großes Neues dazu. Also nein. Dann würde ich doch sagen. Warte, ich glaube, die Blaubeeren könnte man fermentieren, glaube ich, ne? So war das. Das heißt, wir müssen sowieso in den Dunkelwald. So. Was mich aber wundert, ist, dass es noch nichts für Fische gibt oder sowas, ne? Also, ich habe keine Angel. Nichts. Oh, reparieren. Ah, die Axt können wir auch noch reparieren. Gut. Nehmen wir nochmal die Schmiede dran. Aber hier gibt es nichts. Da ist nichts. Großartig Neues hinzugekommen. Flug kann ich auch noch nicht. Wann lernt man den Flug? Wann lernt man den Flug? Brauche ich wahrscheinlich nochmal anderes Holz. Weil gebaut haben wir jetzt alles, was man bauen könnte. Also was jetzt irgendwas bringen würde, ne? Also muss ich erst ein Schiff bauen, damit ich noch neue Rezepte noch kriege? Oder einen Wächterstein? Beiden Erweiterungen dafür habe ich gebaut. Die 3 Erweiterungen dafür haben wir gebaut. Den habe ich noch nicht gebaut. Das haben wir gebaut.
Ein Surtlingkern, 5 Edelholz, 5 Grauzwergenaugen. Komm, das Ding bauen wir auch noch hin. Ein Kern. 5 davon, richtig. Und 5 Edelholz, oder? Genau, 5 Edelholz. Dann können wir jetzt hier... setzen wir einen Wächterstein hin. Ich denke, da sieht er cool aus. So. Ah, Hugin kommt und sagt mir jetzt was. Wächterstein verströmt eine mächtige Aura, die andere Wikinger am Errichten von Gebäuden hindert. Außerdem verschließt er alle Türen in seinem Einflussbereich. Aha. Aktivieren. Besitzer Ragnar Lodbrok. Das heißt, andere Spieler können den nicht mehr, das Ding nicht mehr aufmachen wahrscheinlich. Egal, ob es jetzt hier was bringt, wir sind ja alleine. Aber es sieht cool aus. So einen Wächter sollte jeder irgendwo haben. So. Ja, nur denn. Ah, er sieht jetzt schon cool aus. Er sieht schon sehr cool aus. Das gefällt mir. Gut, dann würde ich einfach sagen, haben wir jetzt in dieser Folge uns einmal komplett neu equipped. Und können jetzt gestärkt in die nächste Folge gehen. Und dann würde ich einfach vorschlagen, gehen wir wieder hier runter zurück in den Schwarzwald. Hier habe ich überlegt, ob man hier vielleicht eine Brücke drüber baut, dass man hier dieses kleine Dörfchen, was da glaube ich war, einfach aufbaut komplett und dann hier dann so eine Brücke drüber baut. Ich denke, das wäre cool. Die Brücke müsste aber dann hoch genug sein, dass man da unten drunter nachher dann mit dem Schiff durchfahren kann. Denn, ihr seht, ist schon ein bisschen was, wo wir hin müssen. Aber dass wir hier mal unsere Insel jetzt auch mal komplett erkunden, ich denke, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, dementsprechend, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Auch gerne ein Abo, wenn ihr keine Folge mehr verpassen möchtet. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.